Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, in diesem Video spreche ich ein bisschen über den heutigen Tag, was er für mich bedeutet und den Weg hierher. Und zwar ist heute der 14. Februar, wenn ich dieses Video filme, wenn es online kommt, ist es schon 16. Und heute ist mein zweijähriges Recovery-Jubiläum. Yay! Ja, in 2 Jahren Recovery habe ich sehr, sehr vieles gelernt und heute möchte ich mit euch ein bisschen darüber sprechen. Ich muss sagen, im ersten Jahr war das echt so, dass ich jede Woche, die ich geschafft habe, jeden Monat die Tage gezählt habe. Aber nach dem ersten Jahr habe ich irgendwie aufgehört, auf sowas zu achten. Aber nach einem Jahr ist mir halt schon nochmal aufgefallen, so wow, sind das schon 2 Jahre, krass. Und ja, erstmal war es so, dass ich halt gemerkt habe, dass es wirklich so gewisse Zeitmarken gab, wo sich Dinge verändert haben. Das war, glaube ich, einmal nach 3 Monaten, einmal nach... Ich glaube sogar nach einem Monat schon, nach 6 Monaten und nach einem Jahr. Und nach 1,5 Jahren. Es waren nicht immer so Zeiten, um die sich dann plötzlich sehr viel verändert hat. Zum Beispiel bezüglich meines Gewichts, meiner Fettverteilung, meines Appetits, meiner Stimmung und so weiter. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich jetzt auch noch was verändert. Fakt ist auf jeden Fall, ich bin mit meiner Recovery noch nicht fertig. Warum nicht? Ich habe ja Normalgewicht. Ich bin immer noch psychisch krank. Ich habe immer noch Probleme mit meinem Körperbild und ich merke schon, dass das eigentlich noch das Hauptding ist. Also klar, mit meiner Bewegung habe ich auch noch ein bisschen zu kämpfen. Aber das ist jetzt nichts, was mich im Alltag total doll bedrückt oder was mich jetzt krass einschränkt so. Weil sich das einfach mir schon bis jetzt so krass verbessert hat, dass ich meinen Bewegungsdrang so viel weniger ausführen muss. Beziehungsweise so viel kleiner ist, dass ich da auch viel mehr Spielraum habe. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Aber das habe ich mir auch sehr hart erarbeitet. Also es war keine Leichtigkeit für mich. Natürlich möchte ich den noch irgendwann komplett bekämpfen, das ist für mich natürlich auch klar. Aber vor allem, also essenstechnisch ist es eigentlich schon lange gar kein Problem mehr. Klar mache ich mir da Gedanken, das sind Gefühle und so. Aber ich esse alles. Und ja, ich esse auch wann ich will, was ich will. Das klappt also schon echt ganz gut und das war anfangs für mich undenkbar, weil ich wirklich... Diese Essstörung hat mich komplett kontrolliert und ich habe halt am Ende nicht mal mehr alle Obst- oder Gemüsesorten gegessen. So, ich habe keine rote Paprika gegessen zum Beispiel, so, damit man nochmal sieht, wie schlimm es eigentlich wirklich war. So. Also ich war wirklich sehr tief drin und ich habe nicht gedacht, dass ich es jemals schaffen würde, da wieder rauszukommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals normal essen kann und ein normales Gewicht haben. Und ich wiege sehr viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, dass ich wieder wiegen könnte und es irgendwie ertragen könnte. Ich habe mich jetzt auch sehr lange nicht gewogen. Wenn ihr wollt, kann ich euch dazu gerne auch nochmal ein Video aufnehmen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen, aber ja, würde mich mal interessieren, ob da überhaupt Nachfrage besteht. Aber natürlich bin ich nicht blind oder blöd und ich weiß schon, dass ich ein gewisses Gewicht mittlerweile habe, das ich halt auch schon hatte, dass ich mich das letzte Mal gewogen habe, bei dem ich gedacht hätte, dass ich es nie wieder haben möchte. Aber das ist jetzt halt gerade so und mein Körper braucht es halt gerade. Und vielleicht werde ich die nächsten 10 Jahre so viel wiegen, vielleicht werde ich abnehmen, ich weiß es nicht. Es wird sich zeigen, je nachdem, was mein Körper halt gerade braucht. Aber Fakt ist für mich eigentlich, dass es keine Option mehr ist, Diäten zu machen, um Gewicht zu verlieren. Ich habe sehr viel gelernt in meiner Recovery-Zeit. Sehr viele Dinge, die eigentlich klar sein müssten, die mir aber durch die Krankheit nicht klar waren. Dass Selbstliebe nicht vom Äußeren abhängen sollte, dass... Ein normalgewichtiger Körper ist nicht nur nötig hat, sondern dass es nicht gut für ihn ist, ihn in einen Mangelzustand zu setzen durch Kalorien einsparen. Und noch viele weitere Dinge, vor allem auch sehr viel über Selbstliebe, was mir in meiner Essstörungszeit so gar kein Begriff war. Und ich weiß, dass das wirklich noch mein größtes Ding ist. Die Selbstliebe, zum Teil der Bewegungsdrang, aber vor allem die Selbstliebe und die Körperschemastörung. Die ist bei mir so extrem krass. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass Instagram und Social Media da echt einen großen Teil zu beiträgt, wo überall diese Frauen mit den perfekten, durchtrainierten, dünnen Körpern sind. Und ich folge solchen Seiten nicht, aber man wird heutzutage bombardiert. Und es wird dargestellt, als ob es das einzig Richtige wäre, als ob jeder abnehmen müsste. Gerade auch so Abnehmprogramme werben mit Frauen, die vorher normal aussahen und danach halt irgendwie mega, mega dünn oder halt total durchtrainiert mit Sixpack waren. Aber das Ding ist ja, ich hatte ein Sixpack oder zumindest sowas ähnliches. Man hat sehr deutlich die Muskelgruppen in meinem Bauch gesehen. Und wurde es mich hingebracht? Nirgendwo. War ich damit glücklich? Nein. Hat mich das erfüllt?
Definitiv nicht. Ist es mir das wert? Ich weiß, wie es geht. Ich könnte, wenn ich wollte. Will ich? Nein. Gott, nein. Ich würde gerne so aussehen, aber es ist mir einfach alles nicht wert. Und ich frage jetzt auch, möchte ich so aussehen? Nein. Gott, nein. Es möchte die Essstörung eigentlich. Ich kann da mittlerweile ein bisschen differenzieren. Ich glaube, ich habe meine Kamera zu hoch eingestellt. Egal. Dann rede ich halt hoch zu euch. Meine Katze kräht im Hintergrund. Komm mal her, Mausi. Hier ist doch gut, ich weiß, ich habe auch Hunger. Der Ofen ist schon vorgeheizt. Ach. Ich habe mich von vielen Dingen verabschiedet in der Recovery-Zeit. Wie zum Beispiel meine festen Esszeiten oder meine Rohkostteller. Elli, wenn du jetzt die Kamera umschmeißt, dann bin ich aber ganz sauer. Die ich nie wirklich gerne gegessen habe. Ich habe aufgehört, Sachen zu essen, die ich nicht mag, weil sie kalorienarm sind. Ich habe auch gerade Dinge zu meiden, weil sie kalorienreich sind. Natürlich habe ich auch mal Bock auf einen Burger und denke mir dann so, ah, oh, aber ich habe gestern schon so viel gegessen, das mache ich jetzt nicht. Ich bin auch nicht vollkommen oder perfekt oder irgendwie sowas und ich struggle auch immer noch. Aber wenn ich einen Burger essen will, in der Regel esse ich dann schon einen Burger und das ist halt so das Ding. Das ist halt was, das klingt total normal, aber es war für mich so lange Zeit nicht mal ansatzweise denkbar, dass ich jemals so leben könnte, dass ich einfach esse, worauf ich Lust habe, auch wenn es Kalorien hat. Ja, aber ich war ja nicht gerade bei der Kawashima-Störung bei Selbstliebe. Ja, diese ganze Bombardierung mit perfekten Frauen, das lässt am Selbstwert kratzen. Und wir sind alle nicht perfekt. Das weiß ich natürlich auch im Grunde, ich bin ja nicht bescheuert. Aber ja, ich sehe da diese Frauen mit dem mega dünnen Bauch und den ganzen Muskeln und denke mir so, wenn ich mich hinsetze, habe ich eine Fettrolle am Bauch. Oder sogar zwei Fettrollen, je nachdem, welche Hose ich trage. Und das ist für mich deprimiert, da denke ich, mit mir ist was falsch. Ich entspreche nicht dem Schönheitsideal. Aber die Frage ist, was ist das Schönheitsideal? Also wenn man googelt Schönheitsideal, dann kommt man hauptsächlich nicht auf dünne Mädchen mit riesen Muskeln, sondern zum Beispiel steht da was von großem Po und so. Und das sind alles so Sachen, wenn man eine Essstörung hat, interessiert einen sowas einfach null so. Alles, was einen interessiert, ist dünn sein. Und letztendlich komme ich wieder dazu, dass alles, was ich will, dünn sein ist, aber, beziehungsweise was nicht ich, sondern meine Essstörung. Meine Essstörung würde mir wahrscheinlich alles einreden und vor Augen führen, nur damit ich dünn sein will. Aber das ist nicht wirklich das, was ich wirklich will oder dass es mich glücklich macht oder das, was mich irgendwie weiterbringt im Leben. Das ist halt das Ding. Und auch wenn ich nicht mehr so abnehmen könnte, wie ich es habe, würde ich es auch nicht mehr wollen, weil einfach das Ding ist halt, es geht auch um Lebensqualität. Das ist einfach alles überhaupt nicht wert. Und ich möchte natürlich, also ich würde in keinster Weise, egal wie sehr meine Essstörung mich triggert oder ich schlechte Gedanken habe oder gerade Selbsthass auf mich habe, in keinster Situation möchte ich wieder so aussehen, wie ich früher aussah. Ja, ich möchte auf keinen Fall jemals wieder so aussehen wie damals. Und das finde ich auch nicht schön und ich fand es auch nie schön. Das ist einfach nur gruselig und sehr, sehr hässlich. Sehr, sehr krank und eigentlich schon tot. Und mir ist auch klar, dass ich jetzt, auch wenn ich finde, dass ich zu viel habe, weil Essstörung und so, ich tausendmal schöner aussehe als damals und tausendmal schöneren Körper habe. Und ich glaube auch, wenn es nicht ich wäre, sondern eine andere Person, fände ich meinen Körper sehr, sehr schön, weil ich an sich auch Frauen, die Kurven haben, schön finde. Ja, du auch? Ja, aber trotzdem merke ich halt, dass ich dünnere Frauen angucke und mir denke so, ach ja, die hat einen perfekten Körper und ich nicht, aber letztendlich haben auch diese Frauen entweder ihre Speckröllchen, wenn sie sich hinsetzen, oder sie quälen sich halt extrem in ihrem Leben ab, um irgendwie den perfekten Körper zu haben. Aber das ist halt, das Ding ist, ich bin mehr als ein perfekter Körper, ich bin ein Mensch. Und umso unperfekter mein Körper wurde, umso mehr habe ich meine Lebensqualität wiederbekommen. Und umso mehr kam auch mein Charakter wieder. Es war schwer nach der Essstörungszeit, sich wieder selbst zu finden und so richtig geklappt, so richtig mein Leben wieder gefunden und Leben geschmeckt und gelebt habe ich eigentlich erst im letzten halben Jahr so richtig. Ich habe ganz neu entdeckt, was Leben heißt und wer ich bin und ich bin nicht fertig mit dem Prozess, mich selbst zu finden. Aber schon seit einer ganzen Weile weiß ich, dass ich auf jeden Fall nicht die Essstörung bin und umso mehr ich mich von der Essstörung entferne, umso mehr kommt dabei eine Persönlichkeit raus, die andere Menschen auch mögen und ich merke auch, wie viel Zuspruch ich dafür bekomme, wie ich mich verändert habe, psychisch. Und das wäre halt in der Essstörung auch gar kein Fall gegangen. Das ist einfach so das Ding. Ich habe jetzt auch Freiheiten, wie zum Beispiel spontan ein Eis essen zu gehen, das einfach das Leben viel schöner macht, weil es ist einfach ein Fakt, dass kein Mensch, der in seiner Essstörung lebt, ein erfülltes Leben haben kann. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das klingt vielleicht ganz schrecklich, wenn ich sowas sage.
Und ich hätte mich wahrscheinlich in meiner Essstörungszeit da auch noch gegen gewehrt, aber wenn man unterernährt ist, dann sind da diese Sachen wie, dass man ständig friert. Dass man nicht spontan was essen kann, dass man mit Freunden eben auch nicht in die Pizzeria gehen kann mal oder sowas. Dass man, ich habe teilweise Verabredungen nicht zugelassen, weil ich Sport machen musste in der Zeit. Wenn ich mit Freunden im Café saß, habe ich nur daran gedacht, was für einen Hunger ich gerade habe und konnte mich gar nicht konzentrieren. Die Gehirnkapazität nimmt einfach ab, die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Elli, ich konnte kein Buch lesen oder sonst was. Steht mein Mittagessen. Elli, sie schmust mit der Kamera. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man ein glückliches Leben erst dann führen kann, wenn man die Essstörung wenigstens zu einem Teil loslässt. Beziehungsweise eigentlich ein richtig glückliches Leben kann man nur dann führen, wenn man die Essstörung komplett losgelassen hat. Und ich möchte sie gerne loslassen, aber ich bin noch nicht gesund, weil ich eben noch diese Dinge habe. Aber das Ding ist, ich glaube daran, dass ich gesund werden kann, weil ich habe so krass viel geschafft, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es schaffen könnte, jemals. Den Rest schaffe ich jetzt auch noch. Ich würde sagen, ich bin zu 80% recovered. Manchmal mehr, manchmal auch ein bisschen weniger. Es gibt Tage, da fühle ich mich zu 95% recovered. Aber dann gibt es wieder Tage, da fühle ich mich nur zu 70% recovered, weil da geht es mir ganz, ganz scheiße. Und ich glaube aber auch, dass umso mehr ich mich in die Essstörung wehre, umso mehr solche Dinge wie die Körperschemastörung, die eben durch die Essstörung kommen, auch nachlassen. Und natürlich fällt es mir wesentlich leichter, mich selbst zu lieben, wenn ich nicht die ganze Zeit den Eindruck habe, dass ich super fett bin. Und wenn ich zum Beispiel ein Bild sehe von mir von vor einem Jahr, kann ich schon irgendwie sagen, ja gut, darauf sehe ich jetzt nicht super fett aus, obwohl ich weiß, in dem Moment dachte ich das, einfach durch den Abstand. Und dadurch weiß ich auch nochmal, das Ding ist nicht, dass ich an sich nur total magere Frauen schön finde. Das Ding ist auch, dass ich mich selber nicht realistisch bewerten kann. Und ich hoffe, das wird gehen irgendwann mal, dass die Körperschemastörung irgendwann mal weggehen wird. Ich tue wirklich alles, was in meiner Macht steht, aber manchmal gibt es einfach Tage, da holt sie mich sehr krass ein und da denke ich mir auch nur, wow. Aber zurück möchte ich jedenfalls nie wieder und ja, es gibt eben die Dinge, die mich noch belasten, aber es gibt so viel mehr Dinge, die mich nicht mehr belasten, weil anfangs der Recovery hatte ich jeden einzelnen Tag irgendwie eine Panikattacke, das ist eine, mehrere Panikattacken, mehrere Nervenzusammenbrüche, Mental Breakdowns, Heulkrämpfe. Es war einfach nur ein Überleben in dieser Zeit und mittlerweile kann ich wieder leben. Und wenn ich es nicht tue, dann liegt es nicht an der Essstörung, sondern meistens an anderen Dingen, wie meiner Depression. Die Essstörung ist zu einem sehr, sehr kleinen Teil mittlerweile geworden. Und zu meiner Persönlichkeit gehört sie eigentlich gar nicht mehr dazu. Sie ist in meinem Leben. Aber ich bin nicht meine Essstörung. Ich habe diese Essstörung. Und manchmal, wenn sie gerade total präsent ist, dann habe ich das Gefühl, irgendwas ist falsch. So. Diese Krankheit hat hier gerade gar nichts verloren. Das passt nicht mehr. Und ja, auf meinem weiteren Weg möchte ich auf jeden Fall versuchen, mich davon zu lösen, vor allem mich endlich selber lieben zu lernen. Denn ich bin gut so, wie ich bin und ich lasse mich nicht definieren über meine Speckröllchen an meinem Bauch, wenn ich sitze. Es wäre sehr dumm, wenn ich mir dadurch mein Leben versaue, denn irgendwann werde ich nicht im Altersheim sitzen mit 90 Jahren und werde ich nicht denken, ach, zum Glück habe ich mein ganzes Leben lang gehungert und Sport gemacht, damit ich keine Speckröllchen im Bauch hatte. Oder, oh nein, ich hatte Speckröllchen in meinem Bauch. Ich werde denken, oh mein Gott, ich weiß noch die Party damals, als ich 25 war, die war richtig krass. Und ich weiß noch, als ich dann diese gute Freundin hatte, mit der ich so viel Zeit verbracht habe. Und, oh Gott, mein damaliger Freund, das war ja vielleicht eine krasse Zeit mit dem. Und ich möchte sowas denken und nicht über meine Speckröllchen nachdenken. Und das werde ich auch nicht, denn am Ende unseres Lebens besinnen wir uns auf die wesentlichen Dinge. Und die wesentlichen Dinge sind definitiv nicht unser Aussehen, sondern maximal noch unsere Gesundheit. Und, ja, Fakt ist einfach, ich bin nicht übergewichtig und ich bin in keinem ungesunden Gewichtsrahmen. Von daher ist alles Tutti. Das muss ich halt einfach nur realisieren. Und das fällt mir manchmal ganz schön schwer. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Das letzte Jahr war krass. Ich habe extrem viel von meinem Bewegungsdrang zurückgelassen und wirklich ganz neu Leben kennengelernt. Und mich einfach nochmal dadurch ein ganzes Stück, da ich mir näher gekommen bin, von der Erstörung distanziert. Und ich möchte das im nächsten Jahr auf jeden Fall ausbauen. Und wirklich, diese Selbstliebe-Sache muss ich endlich mal verinnerlichen. Das kann ja nicht sein, dass es mir so schwer fällt. Das Ding ist, es gibt doch eine Seite in mir, die findet mich eigentlich gut. Und das ist das Ding. Und dann ist da die Essstörung. Und ich möchte, dass die Essstörung endlich schwächer wird als die Seite, die mich gut findet. Das kann es auf jeden Fall nicht sein, dass es gerade so ist, wie es ist. Aber ich möchte jetzt nicht darüber reden, was scheiße ist. So, ich möchte einfach nochmal sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es jemals möglich ist, an diesen Punkt zu kommen, aber ich bin hier, ich bin da und alles, was
man tun muss, ist es wirklich wollen und es durchziehen. Nichts kommt von alleine. Die Recovery ist hart. Anfangs ist es die Hölle auf Erden, aber es wird immer besser und es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich so sehr. Gebt euch nicht auf. Und auch wenn ihr denkt, es wird niemals werden, auch wenn alle sagen, es wird niemals werden, es wird werden, wenn ihr es wollt. Ihr müsst es nur wollen und dann müsst ihr es machen. Macht es. Redet nicht immer drüber, denkt nicht drüber nach, zieht es einfach durch, fangt jetzt an. Egal welcher Tag, egal welche Uhrzeit ist, ihr könnt jetzt beginnen. Esst was, setzt euch hin und guckt euch alle meine Videos an. Ha, beste Ablenkung ever. Nein, war natürlich nur ein Witz. Holt euch Hilfe, aber ihr könnt es auch allein schaffen. Ihr könnt es schaffen, das ist das Ding. Das hätte ich selbst nicht gedacht so, aber ich habe mein Leben gerettet. Vor 2 Jahren und seitdem jeden Tag. Und ich entscheide mich fürs Leben, ich entscheide mich für mich und ich entscheide mich fürs Gesundwerden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, vielleicht auch zu meinem Recovery-Weg, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, das würde mich sehr, sehr unterstützen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.